Hallo. Ja, schön, dass wir Kontakt haben. Mein Name ist Henrik und ich bin vor kurzem 30 geworden. Okay, ja, da gehen die Reaktionen auseinander. Manche sind so, echt? Andere sind so, oh. 30, das ist ein Alter, das häufig Stress auslöst. Und falls hier Leute im Raum sind, die noch nicht 30 sind, Isabel, macht euch bitte keine Sorgen. Das ist eure Zukunft. Und ich habe einen Text darüber mitgebracht, wie es ist, 30 zu werden, der ein bisschen diese Ängste abbauen soll, damit wir alle schön 30 werden. Es geht ums 30 werden. Der Text heißt 30 werden. Viel Spaß. Der 30. Geburtstag war der stressigste Geburtstag meines Lebens. Seit ich 25 überschritten war und mein Lebensalter Richtung 30 kippte, fühlte sich jeder Tag wie eine Reise in den drohenden Abgrund an. Nächste Station, Bingo und Katheter. Ich sah mich in Korthose Rotwein nippen, über Aktienpakete sprechen und an Hüsteln alle amüsiert und greifen nach dem Käse. Und das, da war ich sicher, war das Ende. 30 werden ist betrunken Rätsel lösen. Der Grund, weshalb wir so ausrasten, liegt darin, dass die Welt so ausrastet. Überall gibt es 30 under 30 Listen und plötzlich vergleichst du dich mit 19-Jährigen, die gerade ihren zweiten Doktortitel abschließen und den Job bekommen, weil sie auch schon 5 Jahre Berufserfahrung haben. Und du hast 5 Jahre für deinen Bachelor gebraucht. Und dann ist es einer in Kommunikationstheater, Germanistik, Film, Finnisch auf Lehramtwissenschaft. Und mit dem Zeugnis geben sie dir auch gleich die Wahl zwischen Callcenter und Taxischein und wünschen dir nur ein bisschen Anerkennung und ein bisschen Respekt. Aber wenn du das dann ordentlich feiern willst, dann fällt dir eben auf, dass du nicht mehr trinken kannst wie mit 20, sondern nach 3 Drinks erstmal 3 Tage Detox einplanen musst. Und du weißt jetzt, warum Leute ab 30 plötzlich so gut planen können, weil sie es müssen. 30 werden heißt auch, sich zwischen Burger und Pommes zu entscheiden, weil deine Magenschleimhaut, die du die letzten 10 Jahre mit jedem spontanen Gusto an den Rand ihrer Verzweiflung getrieben hast, jetzt einfach sagt, nee, das mache ich nicht, das machst du mal schön alleine. Wenn Sportlerinnen 30 werden, schleicht das Rentenalter ungesehen die Umkleiden entlang. Wenn du als Fußballer 30 wirst, holt der Mannschaftsarzt das Bolzenschussgerät und führt dich nach dem Dehnen hinter das Stadion. Seit ich 30 bin, schaffe ich eine Kniebeuge und dann bleibe ich einfach sitzen. Mit 30 machen deine Freunde Kinder und behalten sie auch. Seit ich 30 bin, mache ich auch morgens mein Bett, weil die Leistungsgesellschaft mein Hirn schon so weit zersetzt hat, dass ich glaube, wenn ich erst so den Tag beginne, dann habe ich direkt was geschafft. Und ich nehme jetzt Vitamine, weil ich die letzten Jahre gelebt habe wie eine Eule. Wundert mich nicht, dass mein Vitamin-D-Haushalt nicht existiert, aber ich bin auch Finne. Bei uns gibt es kein Vitamin D, bei uns ist dunkel. Vitamin D ist in Finnland so selten, dass im Alphabet auf C das E folgt. Es ist mitunter heftig, Menschen beim Altern zuzusehen und während du morgens die Weisheit aus der Geheimratsecke sammelst, in der Hoffnung, auch diesen Tag würdevoll zu überstehen, merkst du, dass 30 werden auch heißt, die eigenen Eltern zu begleiten, wenn sie sanft werden, etwas langsamer. Die Geduld, die sie einst mit dir hatten, hast du nun wiederum mit ihnen und beim Einkauf ihrer Geburtstagsgeschenke fragst du dich, ist das zu teuer oder will ich das erben? Du gewinnst Perspektive. Das ist schön. Ich hoffe, ihr freut mich, dass ihr ein gutes Verhältnis zu euren Eltern habt. Du gewinnst Perspektive mit 30, aber leider mischen sich die Anflüge der klugen menschlichen Ideen häufig noch immer mit Unfug und zwischen einem Feuilleton-Artikel ertappst du dich bei dem Gedanken, dass Selbsthilfe-Hotlines für Glücksspielsüchtige viel effektiver wären, wenn jeder 5. Anruf etwas gewinnt. Seit ich 30 bin, habe ich Lieblingspantoffeln und verschenke Badesets. Ich wundere mich darüber, dass die ersten Menschen, die das 22. Jahrhundert erleben werden, schon geboren sind und gleichzeitig darüber, dass große Teile der Gesellschaft gerade daran arbeiten, dass wir das 22. Jahrhundert kollektiv gar nicht erst erreichen. Ich wundere mich, warum es heißt, ich habe schwarze Freunde, also darf ich das N-Wort sagen und nicht, ich habe schwarze Freunde, also stehe ich ein für deren Rechte. Mit 30 sind wir Virtuosen auf der Klaviatur des eigenen Scheiterns und mitunter schauen junge Menschen zu uns hinauf. Völlig gebannt, wenn wir von Kassetten erzählen, als wären wir die Stammesältesten im Nimmerland. Dabei sind wir völlig überfordert, weil es mittlerweile mehr als die 150 Pokémon gibt, die wir alle mal auswendig konnten. Und jetzt ist bei Glumanda Schluss, aber wenigstens kennen wir die Definition von Bruttosozialprodukt. Mit 30 ist Wein nicht einfach mehr rot oder weiß, sondern vollmundig, fruchtig, lieblich im Abgang. Und ich weiß nicht, wer Tannine ist, aber ich möchte sie gern kennenlernen, wenn sie so vielen etwas bedeutet. Wir sind Zeitzeugen der Raute-Taste, haben unseren Schwarm noch nach der ICQ-Nummer gefragt und im Anschluss tiefgehende Gespräche mit einem russischen Hacker geführt.
Heute kämpfst du dich durch eine Kaskade stetig schlimmer werdender Nachrichten, die auf deine Synapsen eindreschen und die Eindrücke zu einer grotesken Installation aus Panik, Angst und Furcht verlöten. Und du fragst dich, ist das neu oder merkt mir das erst jetzt, weil alle Handys eine Kamera haben? 30 werden heißt auch, die letzten Zeitzeugen der Nazi-Zeit der Erinnerung zu übergeben und den Widerstand weiterzutragen und niemals zu vergessen und dabei gleichzeitig die erste gemeinsame Wohnung einzurichten mit den Mementi von gestern und der Zuversicht für morgen. Und ich verstehe, warum 30 werden so stressig ist. Denn es wird sehr viel daran gehängt. Denn was jetzt ist, wird mal die gute alte Zeit. Und was da noch kommt, macht sich zu dieser Zeit bereit, da lässt sich viel gestalten. Gestalten wir mal los, damit sich 30 werden auch für andere noch lohnt. Vielen Dank. Wenn Sie Gefallen gefunden haben an dem, was Sie gerade gesehen und gehört haben, dann drücken Sie doch bitte auf die Glocke. Sie ist hier irgendwo links unten. Dann können Sie unseren Kanal abonnieren und in Zukunft keine Inhalte verpassen. Uns würde es enorm helfen. Und Sie kostet es wirklich nichts. Nur einen kleinen Knopfdruck.